anzuschauen. Die Kettenregel gehört zur Differentialrechnung. Das macht hier die eigentliche Schwierigkeit aus. Die anfängliche Frage, was ist eine verkettete Funktion? Die ist relativ einfach, auch wenn es grundlegend ist. Beispiel: Ich betrachte eine Funktion, die in f von x ist, Sinus von x zum Quadrat. Sehe ich gerade, Klammer sitzt falsch. So, jetzt. Ich erkenne zwei Funktionen. Einmal den Sinus x und einmal x². Jetzt gebe ich den zwei Namen. Die nenne ich a von x und die nenne ich i von x. Weil man vielleicht erkennen kann, dass man in a i einsetzt. A, das war der Sinus. Dort, wo x steht, soll i rein. Also, statt wenn da i rein muss, muss da x, na, das war die falsche Farbe, x² stehen. Das kann man in Klammern setzen, muss es aber nicht. Wenn ich die Funktion g von x betrachte, die so ausschaut, Sinus x zum Quadrat, so seht ihr wieder, die eine Funktion ist der Sinus, die andere ist das x². Aber vielleicht erkennt ihr, dass in dem Fall, wenn ich das so schreiben möchte, die äußere Funktion das Quadrat ist und die innere Funktion der Sinus. Äußere ist das Quadrat, innere ist der Sinus. Und wir können das Beispiel auch andersherum probieren. Wir sagen, es ist eine äußere Funktion gegeben, zum Beispiel Wurzel x, und eine innere Funktion, zum Beispiel x² plus 1. Jetzt kann ich eine neue Funktion bilden. Ja, h fehlt uns noch, das haben wir noch nicht. H von x ist a von i von x, die äußere ist die Wurzel, statt i von x steht hier x, also die Wurzel, die x² plus 1. Die Wurzel aus x² plus 1. Das war kurz etwas zur verketteten Funktion gesagt. Nun käme die Herleitung der Kettenregel. Und das ist schon ein bisschen umständlich und man muss viel wissen. Vorhin habe ich gesagt, es gehört zur Differentialrechnung. Was fällt dir denn zur Differentialrechnung ein? Bestimmt f'. An der bestimmten Stelle x0. Sicherlich auch. Ableitung. Ich erwarte Tangentensteigung. Und vor der Tangentensteigung kam die Sekantensteigung.
Und Tangentensteigung. Dazu sage ich auch Differentialquotient. Vielleicht erinnert ihr euch, unsere Sekantsteigung sage ich Differenzenquotient. Und ich beginne mit dem Differenzenquotienten. Und ihr wisst, ich brauche einen Quotienten, also einen Bruch. Ich brauche Differenzen. Und zwar dieses hier. Entweder man kennt es, man lernt es auswendig, schaut auf eine Merkhilfe nach. Jetzt habe ich gesehen, ich brauche ein bisschen Platz. Denn ich habe noch gar nicht gesagt, worüber ich rede. Ich rede nämlich über eine spezielle Funktion f. F von x ist eine verkettete Funktion. Das ist unser Ausgangspunkt. Der Differentialquotient, das ist die Frage. Das wollen wir ausrechnen. Naja, wir haben den Anfang gemacht und schreiben das um als a von i von x. Man sieht, ich habe das nur abgeschrieben. Ich habe das hier hingeschrieben. Das war nichts Neues. Und genauso schreibe ich natürlich dann a von i von x0, Bruchstrich verlängern, durch x minus x0 ist gleich. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich erweitere diesen Bruch geeignet. Geeignet heißt, das weiß nur ich, wie es geht. Oder andere Leute, die sich kundig gemacht haben. Also du musst das nicht wissen von dir aus. Das ist das, was man dir verraten wird. A von i von x, jetzt werden schon vier Klammern. Minus a von, ich schreibe aber nur noch, ich schreibe nur ab. Klammer zu. Durch x minus x0. Und ich werde erweitern. Ein Bruch wird erweitert, indem man Zähler und Nenner mit dem gleichen Term multipliziert. Und das ist Trigger hier. Das weiß. Das kann man nicht, da kommt man so nicht drauf, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder nachgelesen hat. Ich habe gesehen, zwei Klammern habe ich vergessen, mindestens zwei. Ja. Ich habe nur umgeschrieben. Jetzt sortiere ich. Ist gleich. Nächste Zeile. Gleich nur halben Bruchstrich. Den Multiplikationspunkt setze ich hierher. Dann steht hier. Ich lasse jetzt die Klammern weg, die ersten. Brauche sie nicht mehr dringend. I von x minus a von i von x0. Noch eine Klammer zu. Durch, schreibt nach, i von x minus i von x0. Na gut, was steht doch hier? I von x minus i von x0 durch x minus x0. Den Differenzenquotienten habe ich geeignet umgeschrieben.
Aber was ist mit dem Differentialquotienten? Um den geht's doch. Das ist die Frage. Differentialquotient. Der Differentialquotient hat was mit dem Limes zu tun. Das hast du vielleicht nicht mehr gewusst, deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, dass wir ein F' nennen, das habe ich vorhin schon, da habe ich darauf hingewiesen. Limes von. Und zwar Limes von dem Differenzenquotient. Also, der Umgang in Q11 mit Grenzwerten ist zu wenig geübt. Deswegen wissen Schülerinnen vielleicht nicht ganz deutlich, dass man das dann so schreiben kann. A von, naja, also jetzt schreibe ich wieder alles ab. Ich hätte es auch kopieren können. Minus a von, es wird auch mein Platz knapp, von x0 durch i von x minus i von x0. Und, ja, der Grenzwert muss auch angedeutet werden. Vielleicht erinnerst du dich, x geht gegen x0, x geht gegen x0. Wir nähern uns der Definitionslücke. Na gut. Es fehlt der zweite Teil. Ist gleich. Ich glaube, man sieht sofort, dass hier i' an der Stelle x0 steht. Naja, früher hatten wir hier an der Stelle f, schreibe ich es mal so rein, dann hatten wir hier auch f. Ja, und wenn i steht, bleibt halt das i stehen. Glaubt ihr, dass hier steht a von x0 Strich? Na, das ist doch formal genau das Gleiche. Und wenn wir später die 0 weglassen, dann steht hier die Kettenregel. F' von x ist a' von i von x mal i' von x. Also ich mache es an einem Beispiel klar. An dem Beispiel von oben. F von x ist Sinus x zum Quadrat. Die Bearbeitung geht so. Wir schauen nach, was ist a von x? Was ist i von x? A von x, ihr erinnert euch, das war x Quadrat. I von x, das war das Sinus x. Schaut nach, man braucht a', man braucht i'. Ja, diese Einzelschritte sind nicht schwer. Und wie kriegt man f'? A' von i. A' ist 2x. Von i heißt, dort wo x steht, steht jetzt i.
und schaut nach, I ist der Sinus. Jetzt kommt der Multiplikationspunkt mal I'. I' schreibe ich ab. Fertig.